Hallo und herzlich willkommen zum Video des Automagazins Tuning Blog zum Thema Mercedes-AMG C63 SE Performance. Laut Nutzern im Netz, die ihre Erfahrungen geteilt haben, ist der neue Mercedes-AMG C63 SE Performance ein technisches Meisterwerk, dem es jedoch an Seele mangelt. Mit seinen 680 PS, die sich aus einem 476 PS starken 2,0 Liter Vierzylindermotor und einem 204 PS starken Elektromotor zusammensetzen, beeindruckt er auf dem Papier. Doch es stellt sich die Frage, wofür ist das gut? Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-AMG im ersten Quartal dieses Jahres über ein Viertel weniger Autos verkauft. Einige Nutzer vermuten, dass dies an den unemotionalen und weniger beliebten Vierzylindermodellen wie dem neuen C63 SE Performance liegt. Ein berühmtes Zitat besagt, ihre Wissenschaftler waren so damit beschäftigt, ob sie es könnten, dass sie nicht darüber nachdachten, ob sie es sollten. Diese Aussage scheint auch auf den neuen C63 SE Performance zuzutreffen. Der Wagen ist mit einigen der cleversten Technologien ausgestattet, die jemals in einem Straßenfahrzeug verbaut wurden. So gibt es beispielsweise einen Turbolader mit einem integrierten Motor, der hilft, verbrauchte Energie zurückzugewinnen. Außerdem verfügt er über eine Hochleistungsbatterie, die so kalibriert ist, dass sie jederzeit einen Boost liefern kann. Selbst die Gewichtsverteilung von 49:51% ist beeindruckend für eine Limousine. Doch laut den Erfahrungen im Netz begeht dieser C63 zwei schwerwiegende Sünden. Erstens ist er mit 2.185 Kilogramm unfassbar schwer. Zweitens vernichtet der neue Motor den Charakter des Autos, der vorher so immens wichtig für das Ethos des C63 war. Viele fragen sich, was ist der C63 noch ohne seinen V8? Einige Nutzer geben zu, dass der neue C63 trotz aller Kritik seine Daseinsberechtigung hat. Mit 680 PS ist er zweifellos leistungsstark. Doch es bleibt das Gefühl, dass er den Geist seines Vorgängers verloren hat. Anstelle des sonoren Klanges des V8-Motors gibt es nun einen Vierzylinder-Hybrid, der zwar technisch beeindruckend ist, aber weniger Emotionen weckt. Die Idee für den Hybrid-Vierzylinder kam laut Nutzern von den Ingenieuren innerhalb von AMG und nicht von der Muttergesellschaft. Sie wollten den C63 in eine neue Richtung lenken und Formel-1-inspirierte Technologie in ein Straßenfahrzeug bringen. Doch die Umsetzung dieser Idee scheint nicht alle überzeugt zu haben. Der C63 SE Performance nutzt sein Hybridsystem intensiv. 476 PS aus 2 Litern Hubraum zu holen, geht mit Kompromissen einher, vor allem in Bezug auf Ansprechverhalten und Fahrbarkeit. Um diese Leistung zu erreichen, ist ein gewaltiger Lader notwendig. Und mit einem solchen Turbolader kommt auch ein entsprechend massives Turboloch. Es gibt zwei Wege, dieses Problem anzugehen. Der erste wäre ein relativ hochdrehender Motor mit hoher Verdichtung, der den Turbo schnell auf Touren bringt und viel Leistung erzeugt. Doch ein solcher Motor wäre heutzutage schwer zuzulassen. Oder man macht es wie AMG beim C63. Ein niedriges Verdichtungsverhältnis von 9:1, ein großer Turbo und 2,5 Bar Ladedruck. Normalerweise wäre ein solcher Motor kaum fahrbar. Er würde lange brauchen zu fahren, um den Lader auf Touren zu bringen, hätte bei niedrigen Drehzahlen wenig Leistung und würde eine abrupte Leistungsentfaltung liefern. Aber mit 204 PS elektrischer Unterstützung sieht die Sache plötzlich anders aus. Mit einem Elektromotor auf dem Turbo, der diesen vorab auf Touren bringt, könnte man einen Motor erhalten, der wirklich gut anspricht. Laut Nutzern im Netz beeindruckt der C63 hier tatsächlich. Mercedes hat das Hybridsystem ins hintere Differential gepackt, um die Gewichtsverteilung zu optimieren. Der Motor selbst verfügt nur über ein 48-Volt-System und keine Hochvolt-Hybrid-Technologie. Dadurch entsteht ein eigenartiger Kraftverteilungstanz. Der Motor überträgt die Leistung über das vorne montierte 9-Gang-Getriebe und die Kardanwelle auf alle 4 Räder. Gleichzeitig leitet der Elektromotor die Leistung über dieselbe Kardanwelle nach vorne, um bei Bedarf die Vorderräder anzutreiben. Das erfolgreiche Ausbalancieren der drei Hauptsysteme, Motor, Elektromotor und Turbolader, ist eine technische Meisterleistung. Einige Nutzer berichten, dass der C63 der erste Turbomotor ist, der wirklich anspricht wie ein Saugmotor, mit ansatzlosem Schub von unten heraus und einer schönen spitzen Leistungskurve. Beim initialen Gasimpuls liefert der Elektromotor nahezu die maximale Leistung, um massives Drehmoment zu erzeugen.
Gleichzeitig spult der Turbolader mit elektrischer Unterstützung blitzschnell auf 0,5 bar hoch. Bei niedrigen Drehzahlen stellt der Elektromotor den Großteil des Vortriebs, bis der Turbo einsetzt. Dann findet ein fein abgestimmtes Zusammenspiel statt. Der Ladedruck wächst auf 2,5 bar, während der Elektromotor weiterhin Leistung abgibt, damit sich der Leistungsaufbau des Verbrenners natürlicher anfühlt. Dabei beschleunigt das Auto wie eine Rakete. Es ist wirklich unfassbar schnell, fast beängstigend, wenn man sich die Physik dahinter vor Augen führt. Doch trotz seiner beeindruckenden Beschleunigung gibt es Kritikpunkte. Mit seinem Gewicht von fast 2200 Kilogramm ist der C63 SE Performance laut Nutzern eine der fahrdynamisch fähigsten Sportlimousinen, die sie seit langem gefahren sind. Allerdings lässt sich dieser Trick leicht entschlüsseln, denn für das gute Handling zahlt man an anderer Stelle. Der C63 federt in wirklich allen Lagen extrem straff. Er rumpelt und hoppelt über jede Unebenheit, verliert dabei zwar nie die fahrdynamische Stabilität, fordert aber vom Fahrer ein hohes Maß an Aufmerksamkeit. Dennoch ist die mechanische Balance des Autos in langsamen Kurven unbestreitbar. Er gräbt sich sauber in die Kurve und dreht in der Kurvenmitte das Heck schön mit ein, wo die meisten Autos dieser Gewichtsklasse eher unmotiviert nach außen schieben würden. Natürlich kann man fast alles mit steifen Federn und Dämpfern ausstatten und es wird wahrscheinlich gut um die Kurve gehen. Doch für viele ist der C63 einfach zu straff, um als Alltagsauto durchzugehen. Besonders im Vergleich zur Konkurrenz wie dem BMW M3, der herausragend gefederten Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio oder dem Cadillac CT4 Blackwing. Dies zeigt deutlich, wie schwer der neue C63 wirklich ist. Das führt viele zurück zur Frage nach dem Warum. Trotz seiner technischen Überlegenheit und der größtenteils beeindruckenden Performance verstehen einige Nutzer nicht, warum dieses Auto so existiert, wie es ist. Der C63 hat Geschwindigkeit und Emotion gegen, naja, nur noch Geschwindigkeit eingetauscht. Viele werden den Gedanken nicht los, dass ein um 800 Kilogramm leichterer C63 mit einem 8-Zylinder einfach besser wäre. Ja, der C63 SE Performance ist technisch beeindruckend und technisch gesehen besser, aber zu welchem Preis? Niemand verliebt sich in einen Taschenrechner. Und genau das ist das Problem mit dem C63. Abschließend lässt sich sagen, dass der Mercedes-AMG C63 SE Performance ein Fahrzeug ist, das die Meinungen spaltet. Während einige die technische Meisterleistung bewundern, vermissen andere die Seele und den Charakter, die der Vorgänger mit seinem V8-Motor bot. Es bleibt abzuwarten, wie sich dieses Modell in Zukunft schlagen wird und ob es die Herzen der Fans doch noch erobern kann. Wenn die Fakten ein paar Ihrer Fragen beantwortet haben, würden wir uns freuen, wenn Sie ein Abo dalassen.